Schlagen unter Wasser. Man muss sie zu hören verstehen. So kann man seine Zukunft erfahren, die nahe Zukunft jedes Tages. Bemerkenswert gut verstehen sich darauf die Seherinnen, denen man am Rande des Meeres begegnet, wo sie auf Kundschaft waren. Im Voraus hören sie all die Türen schlagen, die man an diesem Tag durchschreitet. Hören die zahlreichen Schritte, die man tut. Und sehen die Menschen, denen man beidseits der Türen begegnet. Und hören, was sie sagen und beschießen werden. Das hat etwas Verblüffendes. Man glaubt, bis zur Nacht einen schon gelebten Tag zu leben.
Student der Zauberei, an den Fluss entlang gehen und dabei zugleich das eine und das andere Ufer abschreiten.